Willkommen zum heutigen Programm. Wir hören heute drei Erfahrungsberichte. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du zu mir gekommen bist, um mir kurz deine Geschichte zu erzählen und besonders, was dir geholfen hat, aus schwierigen Situationen rauszukommen. Ich war 9 Jahre lang drogensüchtig. Und bevor ich mit den Drogen begann, habe ich ein bisschen Yoga gemacht, was mich sehr berührt hat und während der Drogenzeit natürlich nicht mehr. Und für mich war es immer klar, also war es gegen Ende Drogenzeit ganz klar, dass ich eigentlich nur mit Yoga von den Drogen wegkommen kann. Weil ich hatte ja ein Loch in mir, eine Leere, und ich musste die irgendwie füllen und konnte die mit nichts anderem füllen. Und es mangelte mir auch an Liebe. Und so habe ich zufälligerweise, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist mir zugefallen, die Möglichkeit gehabt, zu dir zu kommen, habe dich kennengelernt. Und diese Zeit hier hat mir sehr viel geholfen. Was mir die ganze Zeit hindurch am meisten geholfen hat,
sind zwei Sachen, das ist das Yoga und das war auch deine Liebe. Ich vergesse diesen Moment nie, als ich hier war und du hast mich einfach in die Arme genommen und gesagt, schön, dass du da bist. Und das Gefühl zu haben, ich kannte das nicht so, einfach so, weil ich bin, ohne Wenn und Aber, einfach schön bist du da. Und das, ich habe auch ganz schöne Erinnerungen. War eine wirklich... Für mich waren das auch sehr wertvolle Erinnerungen. Ich mag mich noch gut erinnern, als du das erste Mal zu mir kamst. Da warst du noch, da standest du noch, ja, du warst noch drauf. Und dann haben wir zusammen die Tarotkarten gelegt. Und die zentrale Karte war natürlich die Abhängigkeit. Der Teufel. Der Teufel der Abhängigkeit. Mag ich mich noch gut erinnern. Und dann mag ich mich erinnern, dass ich dir Karten gelegt habe, so wie ich sie dir wünsche, was ich bei dir sehen möchte. Und habe dann bewusst die Karten rausgezogen. Das war nicht ein Zufallsereignis, sondern ich habe sie bewusst ausgewählt, was ich für dich sehen möchte. Und dann haben wir eine geführte Meditation gemacht, wo wir neue Gedankenbilder reingebracht haben in die Meditation. Und dann hast du das nochmals gemacht, die Tarotkarten, und sehe, oh staune, es war wirklich erstaunlich, die ganzen Bilder waren vorhanden. Das hat mich tief berührt. Und dann bist du später gekommen. Ja. Und wie ist das mit dem Singen gewesen für dich? Also das Yoga überhaupt hat mich sehr beeindruckt und hat mir sehr gut getan, das Singen. Ich musste mich jeweils überwinden, eine Stunde durchzuhalten mit dem Singen, weil es wurde mir langweilig. Aber es hat mich getragen und ich erinnere mich auch, wenn ich manchmal zurückkam von Luzern, auch einmal, als ich wieder Drogen genommen hatte, als ich einen Rückfall hatte, da kam ich hier an und in meinem Zimmer brannte eine Kerze und das Shri Ram Jai Ram ist gelaufen. Und das gab mir so ein Gefühl von nach Hause kommen, von... Ich fühlte mich getröstet und auch vom Gefühl her, schlussendlich ist es in Ordnung. Wie auch immer, es ist in Ordnung. Ich komme wieder an. Und das habe ich beim Yoga wirklich auch immer wieder so empfunden, empfinde ich auch heute noch. Ich habe heute noch Mühe, mich wirklich zu verinnerlichen. Also ich schweife oft ab mit den Gedanken und weiß dann aber auch, ich sehe meinen Gedanken zu und denke, mein Gott, was denke ich da die ganze Zeit? Das ist ja schlimm, das ist so unwichtig und es ist immer dasselbe. Und aber es ist heute noch für mich ein Anker, also da komme ich an trotzdem. Und was mir auch sehr geholfen hat in dieser Zeit, war die Auseinandersetzung mit dir. Dass, häufig habe ich mich sehr genervt, konnte das aber auch leben. Ich konnte schimpfen, auch hinter deinem Rücken. Und du hast es gewusst, du hast uns ja gehört im Zimmer oben. Grässlich. Und ich konnte aber lernen, ich konnte die Mutter-Vater-Problematik konnte ich eigentlich mit dir ziemlich gut aufarbeiten, weil da mehr Auseinandersetzung war. Und was sehr gut war, ich habe hier gemerkt, wenn ich etwas will und du sagst nein, dann musste ich merken, habe ich erfahren, dass ich zuerst mal selbst über die Bücher muss und selbst reflektieren muss, was ist da der Hintergrund, will ich das wirklich, warum will ich das, was habe ich für Argumente, wie kann ich die vorbringen. Und von dem her, wenn ich wirklich gut argumentieren konnte und voll hinter der Sache stand, da kam ich durch damit. Und sonst kam ich nicht durch. Und das war für mich eine ganz gute Erfahrung, ein sehr guter Lernprozess. Und zum Mantra singen,
da habe ich auch noch diese Erfahrung gemacht, so nach circa einem Jahr ohne Drogen, also mit etwa zweimal bin ich rückfällig geworden, aber sonst ohne Drogen. Da hatte ich so eine Zeit, wo ich extrem Lust hatte. Also ich war wirklich auf Messerschneide und habe mir immer vorgestellt, wie ich da wieder nach Luzern gehe und wie ich es mache und. Und diese Gedanken kamen immer beim Mantra singen. Das war also schrecklich, da kamen die Bilder und ich konnte mich nicht dagegen wehren. Und ich habe dann auch den Widerstand aufgegeben und habe einfach, bin dieser Geschichte nachgegangen. Ich habe gar nicht mehr versucht, davon wegzukommen. Gedacht, okay, dann gehe ich durch, ich gehe durch das durch. Und habe mir dann vorgestellt, wie ich jetzt ins Wochenende gehe, wie ich den Stoff auftreibe, wie ich es mache, wo ich es mache und bis ins Detail. Und durch das, dass ich die ganze Geschichte durchgegangen bin, während dem Mantra singen, kam ich dann immer an den Punkt, und jetzt, da musste ich wie die Konsequenzen sehen, weil ich habe nicht inmitten der Geschichte abgebrochen und habe dann einfach so im Affekt gehandelt, sondern ich musste alles durchmachen. Und da war ich am Punkt, ja, und jetzt habe ich den Stoff drin, ich bin beduselt, wo gehe ich jetzt hin, ich kann mich ja nirgends zeigen, dann komme ich zurück und überhaupt und so habe ich das immer wieder gemacht und habe es immer weiter rausgeschoben, meinen Rückfall. Und so hast du Zeit und Kapital gewonnen. Ja, und es gab dann auch keinen Rückfall mehr. Und es war auch richtig im Sinn, dass man Gefühle nicht verdrängen muss, sondern in die Gefühle eintreten. Mhm. Und da kam plötzlich raus, dass es ja gar nicht das ist, was ich will. Ja. Und vorher habe ich immer in der Mitte abgebrochen und im Affekt gedacht, es sei das, was ich will. Nachher habe ich gemerkt, es verhebt nicht. Für mich war es eine sehr schöne Zeit, zu sehen, mitzusehen, wie deine Schönheit sich entfaltete. Und da war auch sehr viel Liebe vorhanden. Ich denke, die Liebe war das Tragende. Ohne das wäre es unmöglich gewesen. Die Liebe und die Freiheit, die ich hier auch genossen habe. Ich hatte die Struktur, den schönen Ort, deine Liebe, deine Zuwendung, das Yoga, das Halt gab, aber auch Freiheit. Gedankliche Freiheit auch und räumliche Freiheit. Ich konnte spazieren gehen, wenn ich wollte. Ich hatte immer wieder Raum, um zu mir zu kommen. Und meine Individualität hier zu leben. Und absolut einen geschützten Rahmen. Ich glaube, ich war nie so beschützt in meinem ganzen Leben. Und das wusste ich auch. Ich wusste, das ist jetzt wirklich eine Insel, wo ich ausruhen kann, zu mir kommen kann. Auf einer solchen Insel werde ich nie mehr leben, denke ich. Wir hatten natürlich jeden Tag Mantra singen, Meditation. Mhm. Mantra singen, Meditation. Und Keramik. Und Keramikarbeit. Ja, ja. Und trotzdem die Lebendigkeit des Hauses. Mit vielen Besuchen, Menschen, neuen Menschen. Und es kommen ja quasi immer sehr herzliche Menschen in das Haus. Es ist eine andere Mentalität zum Kennenlernen. Was dann für mich auch schön war, zu sehen, wie du weitergemacht hast in deiner Ausbildung, deiner beruflichen Ausbildung, dass du es geschafft hast, ein Diplom zu erhalten. Aha, aha. Ja. Das war auch wertvoll. Ja, und es war dann eine komplett andere Welt, als ich dann wieder zurück nach Luzern ging. Aber das war mir auch bewusst und ich habe ja noch 5 Jahre hier gelebt, in meiner Wohnung, so trotzdem noch im Schutz. Und als ich nach Luzern kam, war ich natürlich schon mehr konfrontiert, also jetzt nicht mit der Drogenwelt, also klar, aber das belastete mich nicht, aber mit dem Leben, mit der Realität. Mhm. Aber das Yoga begleitet natürlich schon. Das machst du immer noch Yoga? Ja, klar. Und mit dem Singen, gehst du auch noch zum Singen manchmal?
Also ich gehe in eine Mantra-Gruppe, wo wir uns sehr sporadisch, etwa so alle 6 Wochen, leider zu wenig sehen. Wir sind eine Gruppe von Freunden und wir singen die Mantras nicht jeweils eine Stunde, wie bei dir, sondern es sind verschiedene Mantras, die wir jeweils etwa 15 Minuten singen. Aber es sind Leute mit Instrumenten dabei und wir haben also keinen musikalischen Hintergrund, keinen technischen musikalischen Hintergrund. Das mache ich und ich habe eine wunderbare Yoga-Lehrerin, die das Yoga wirklich lebt. Es ist eine ganz, ganz tolle Frau und zu ihr gehe ich 3-mal wöchentlich und mache Hatha-Yoga und ein bisschen Meditation. Schön. Mhm. Sind Pfeiler in meinem Leben, auch als ich wirklich krank war, war das Yoga und auch die Menschen dort, das war das, was mich immer auf einem gewissen Level hielt. Ich glaube, ohne diese Basis, ohne dieses Wissen in mir, hätte ich das Ganze nicht verstanden und hätte aufgegeben. Aber mit dem Yoga, das gibt mir Sinn im Leben, ich verstehe, um was es geht. Ja. Und kann die Sachen ganz anders annehmen. Auch wenn ich mich wehre, das gehört ja dazu. Mhm. Aber das andere ist auch immer wieder da. Ich komme immer wieder zurück. Mhm. Das habe ich hier gelernt. Ich habe auch sehr viel über die Philosophie. Und auch heute noch kommen mir sehr viele Gedanken, die du mal gesagt hast. Aussprüche, die du gesagt hast in den verschiedensten Momenten. Es ist etwas, weil du hast es so oft wiederholt, dass es wirklich intus ist. Und es waren immer Sachen, die ich auch vom Herzen her begriff. Es war nichts Aufgesetztes. Es war keine Theorie, sondern es sind Lebensgesetze. Und ich denke manchmal, man hört immer wieder dasselbe. Und es ist so wichtig, immer wieder dasselbe zu hören. Weil es ist die Wahrheit. Ja. Und man vergisst es immer wieder. Und sobald man es hört, macht es Klicks. Aha, klar. Ja, ich war mal an einem Vortrag und da war Maharishi Mahesh Yogi und eine Journalistin hat ihn mit einer genervten Stimme gefragt, warum wiederholst du immer wieder die gleichen Sachen? Aha. Und er mit einer ganz feinen Stimme, ja, bis du es verstanden hast. Aha. Ja, echt? Okay, es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Es ist immer schön, dich wieder zu sehen. Gleichfalls. Liebe Monika, es hat mich groß gefreut, dass du bereit bist, einen Bericht zu geben, wie es dir ergangen ist, von wo du kommst, was deine Probleme waren und wie du es fertiggebracht hast, dich da gut rauszuholen. Ich bin heute 37 Jahre alt und seit 5 Jahren clean vom Heroin. Schön. Ich war 14 Jahre abhängig von Heroin, Kokain, Medikamenten, Methadon, dem ganzen Zeugs da. Und habe viel durchgemacht, habe auch auf der Straße gelebt, habe Business gemacht, war im Gefängnis kurze Zeit, bin wieder rausgekommen, habe weitergemacht, war viele Mal im Spital, hatte viele Mal die Schnauze voll von dem Ganzen, habe versucht, mich umzubringen. Das hat auch nicht geklappt. Habe auch eine Therapie angefangen und die wieder abgebrochen. Bin wieder auf die Gasse gegangen, wieder abgestürzt. Und so das Ganze rauf und runter im ganzen Spektrum, was man sich vorstellen kann. Am Schluss, bevor dass ich aufgehört habe, ist mein damaliger Freund gestorben. Und ich habe ihn begleitet in den Tod. Und da habe ich mir gesagt, so will ich nicht verrecken. Das hat mir den Anstoß gegeben, nochmal eine Therapie zu probieren. Und zwar war das eine Therapie, die sehr speziell ist. Die Therapie bestand darin, dass ich die Meditation kennengelernt habe. In einem Haus, wo meditiert wird,
wo getöpfert wird, wo gemütlich beisammen sein gepflegt wird. Ich mag mich gut erinnern. Und ja, bei dir, Vincenzo, das war eine tolle Zeit bei dir. Das hat mir... Ich mag mich gut erinnern, auch wie du angekommen bist. Ja. Als du angekommen bist, hast du nicht besonders gut rausgeschaut, ja, oder reingeschaut oder, ja, ausgeschaut. Ja. Und ich hab dich dann so beobachtet und habe mir versucht vorzustellen, wie wird sie aussehen, wenn es ihr gut geht. Und jetzt sehe ich es. Man hätte ein Foto machen sollen, vorher, nachher. Es sind Welten. Auch das Leben, das ich jetzt führe, das sind zwei Welten. Das ist wie Tag und Nacht. Jetzt lebe ich. Vorher habe ich vegetiert. Jetzt lebe ich. Und rausgeholfen hat mir wirklich die Meditation, dass ich diese Stille erfahren durfte, die in mir drin ist, die mir den Weg ins Herz gezeigt hat, die mir eine Ausgeglichenheit und eine Ruhe gibt, die ich vorher nie erfahren habe. Und ich habe mich selber kennengelernt durch die Meditation und entdecke mich noch. Das ist ja immer ein Vorwärtsgehen. Schön, genau. Das ist ein Weiterwerden. Und das Singen, das ist dir auch gut reingegangen. Das Singen, muss ich sagen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Meditation, weil der Gesang hat mir so viele Male geholfen, Gefühle auszudrücken, die ich sonst nicht fähig war zu zeigen. Und Gefühle zu leben, die ich vorher auch nicht gekannt habe. Und der Gesang ist natürlich auch immer eine Vorbereitung auf die Meditation. Und ja, ich habe meine Stimme entdeckt, auch wenn ich nicht gut singe, aber trotzdem, es ist meine Stimme und ich will sie hören, ich will sie fühlen und ich will sie leben. Ich habe immer festgestellt, dass du eine gute Stimme hast. Ja, das ist, da kann man streiten darüber. Ja. Also wir haben sehr viel und gut gesungen. Ja, das sicherlich, weil es war immer sehr intensiv. Und es ist ein Bestandteil von meinem Leben geworden, zu singen. Bei diesen Aufnahmen warst du ja auch dabei, da hast du auch mitgesungen. Welchen Aufnahmen? Nee. Hast du nicht mitgesungen? Nee, da bin ich nicht gekommen. Ja. Leider. Schön. Ja. Ja, und heute lebe ich mit meinem Partner zusammen, habe ein Kind, das jetzt fast 2 Jahre alt ist, arbeite Teilzeit in einem Heim für geistig Behinderte, wohne in einem wunderschönen Haus im Wald, ganz alleine, also alleine im Sinn von abgeschnitten von anderen Häusern. Mit ganz vielen Menschen. Mit ganz vielen Menschen. Ja. Und Tieren? Ja, Tieren nicht so viel. Zwei Katzen und ein Hund. Und die Rosse und die Pferde im Sommer? Ja, die kommen ja nur zum Weiden. Und ja, für mich war es eine sehr schöne Zeit, als du hier warst. Ja. Du hast mir auch viel geholfen mit schwierigen Boys. Ja, da haben wir einiges durchgemacht zusammen. Wow, das war schwierig und du hast das viel geholfen. Was ich noch erwähnen möchte, das Töpfen war natürlich auch ein wichtiger Bestandteil von dieser Therapie, weil das hat geerdet, das Arbeiten mit den Händen und mit dem Ton. Das gibt Erde, das gibt Bodenständigkeit, das gibt Haftung. Und das ist natürlich auch ein super Ausgleich zu der Meditation, wenn man mit den Händen und Erde schaffen kann. Mit dem Ton zu arbeiten an der Drehscheibe ist auch eine gute Methode, den Willen zu entwickeln. Mhm. Weil zu viel Energie macht man alles kaputt, zu wenig, da geschieht nichts. So muss man immer die richtige Dosis, Mischung an Energie geben, die volle Aufmerksamkeit und immer ganz im Jetzt. Ja. Man kann nicht in Zukunft töpfern und auch nicht in der Vergangenheit. Es geht nur im Jetzt. Und ich war ja auch nicht eine Person, die es so schnell gelernt hat. Es ist ziemlich eine Zeit gegangen, bis ich das... In deinem Haus hast du jetzt viele Schüsse. Das stimmt. Ja. Und die werden auch gebraucht zum Essen. Schön. Das ist wahr.
Na, ich denke auch immer gern zurück an diese Zeit hier bei dir. Und ich freue mich jedes Mal, wenn du kommst. Ja, ich komme auch gerne immer wieder in der Gemeinschaft hier singen. Ich, mit dem Kind habe ich natürlich auch nicht mehr so den Freiraum zu singen und zu meditieren zu Hause. Und darum nütze ich das, dass ich am Abend einmal in also der Woche... Also heute kommst du zum Singen? Heute bin ich zum Singen da. Schön. Ja. Liebe Monika, ich danke dir von ganzem Herzen. Lieber Vincenzo, ich danke dir von ganzem Herzen. Was du mir gegeben hast, das kann ich gar nicht in Worte ausdrücken. Jetzt singen wir zusammen das Mantra Allah, Allah, Allah. Und danach werden wir zusammen meditieren. Halte in der Meditation deine anstrengungslose Aufmerksamkeit weit offen und verbleibe in Stille. Verbleibe in ruhevoller Wachheit in der Gottesnähe. Allah, Allah.
Senge chodang so ki chang nam la Chang chu bar du dag ni kyap su chi Dag I jin so gi pe son nam ki Dro la pan che sangge dro par sho Senge chodang so ki chang nam la Chang chu bar du dag ni kyap su chi Dagi jin so agi pe son nam ki Drala panchir sange drupar sho Sange chodang so ki chang nam la Chang chu bar du dag ni kyap su chi Dagi jin so agi pe son nam ki Drala panchir sange drupar sho Dag dang zen don ruble du dagi jang chub sem ke do Dag dang zen don ruble du dagi jang chub sem ke do Dag dang zen don ruble du dagi jang chub sem ke do.